Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do It Yourself Inspiration. Ich habe heute wieder so ein Pop-and-Cookin-Set, wo man Mini-Lebensmittel selber machen kann. Wir haben euch das schon bei Spiel mit mir Kinderspielzeug vorgestellt und ich werde das jetzt mal auspacken und dann auch kleine Burger, Pommes und ein Getränk herstellen. Ganz schön viele Tüten sind da diesmal mit dabei. Außerdem ein Messer, ein Löffel, einen kleinen Becher und hier wieder einige Vorlagen. Ich finde es nach wie vor spannend, diese Sets auszuprobieren und das ist immer wieder eine Herausforderung, weil das ja hier in Schriftzeichen aufgelistet ist, die ich leider nicht lesen kann. Aber man kann sich immer ganz gut orientieren an den Bildern. Und hier oben, da sieht man schon mal alles, was mit dabei ist. Und da ist eben für jede Tüte so eine Farbe. Und die Farbe erkenne ich schon mal hier wieder. Also als erstes geht es mit der orangenen Tüte los. Mit zwei kleinen Ecken Wasser vermischen. Und hier in der dreieckigen Form in der Mikrowelle erhitzen. Und dann in Streifen schneiden und dann sind das, glaube ich, schon mal die Pommes. Ich schneide schon mal als erstes die Formen auseinander. Und das hier ist, glaube ich, die Form, die ich brauche. Ganz dreieckig ist die nicht, aber das ist genau die richtige Form. Und hier ist schon mal die orangefarbene Tüte. Das Pulver sieht hell aus. Weiß oder gelblich. Das kommt hier rein. Und dazu kommen jetzt zwei Portionen Wasser. Das waren die beiden Portionen Wasser und das Ganze wird jetzt gut umgerührt. Ich werde einmal dran riechen. Und es riecht so wie roher Teig. Gut, das kommt jetzt in die Mikrowelle. Und weil ich hier leider nicht erkennen kann, wie lange das in die Mikrowelle kommt, bleibe ich einfach daneben stehen, mache es erstmal ein paar Sekunden und schaue mir das dann erstmal an. So, ich hatte das jetzt ein paar Sekunden in der Mikrowelle und das ist so richtig aufgegangen. Und jetzt habe ich ein ganz komisches Gefühl. Das erinnert mich nämlich eher ein bisschen an das Burgerbrötchen von außen. Sieht auch ein bisschen aus wie hier diese Burger. Und das sieht überhaupt nicht aus wie die Pommes. Deswegen überlege ich gerade schon, ob ich eine falsche Tüte genommen habe. Aber es gibt ja die Tüte in Orange, die ich jetzt eben benutzt habe. Das ist dieser Orangeton. Dann gibt es noch Gelb. Das könnte dann dieser Farbton sein. Dann gibt es noch so einen dunklen Farbton, so einen Braun. Das ist dieser Farbton. Blau. Rot. Und Pink. Und deswegen glaube ich eigentlich, ich habe das Richtige genommen. Ich mache jetzt einfach erstmal so weiter. Und versucht das jetzt hier rauszuholen und das in Streifen zu schneiden, damit das eben aussieht wie Pommes. Aber es sieht nicht aus wie Pommes, es sieht aus wie ein Brötchen. Ja, auch hier von der Seite, es ist richtig wie Brötchenteig. Also das muss eigentlich die Ober- und Unterseite vom Burger sein. Vielleicht zerschneide ich es doch lieber nicht, sondern lasse es erstmal hier auf dem Teller liegen. Und mache dann hier erstmal weiter mit der dunklen Tüte mit zweimal Wasser. Und das wird wohl dann das Burgerfleisch. So, dafür kommt jetzt also diese braune Tüte hier in den Behälter mit dem Stern unten. Ich rieche schon einmal dran. Ja, riecht wie, ja, könnte wie Burgerfleisch riechen. Und dazu kommt ein bisschen Wasser. Eine Portion Wasser und eine zweite Portion Wasser. Und das Ganze wird gut umgerührt. Das riecht schon wieder komisch. Also es ist auf jeden Fall wieder so ein Set, das dann wirklich salzig schmeckt und nicht süß schmeckt. Also es waren jetzt auch Sets hier von Pop and Cookin, die wir vorgestellt haben. Die sahen dann aus wie irgendwas anderes, schmeckten aber trotzdem süßlich. Aber das hier, das riecht schon wieder ganz herzhaft.
Nicht so gut riecht das. So, und die Masse soll jetzt hier in die Mitte und hier richtig reingedrückt werden. Das ist auf jeden Fall das Burgerfleisch. Und jetzt als nächstes muss ich wieder ein bisschen raten. Da steht irgendwas in Blau. Deswegen vermute ich, dass jetzt hier außen die blaue Tüte reinkommt. Vielleicht ist hier auch die Verwechslung und diese blaue Tüte hätte ich für die Pommes nehmen müssen. Und das kommt eigentlich hier außen hin. Aber ich mache jetzt einfach mal so weiter. Und die blaue Tüte wird dann auch wieder in dieser Schale zusammen mit 2 Portionen Wasser zusammengemischt. Das muss jetzt wieder in die Mikrowelle und ich habe diesmal auch Angaben entdeckt. Bei 500 Watt 40 Sekunden vielleicht. Also genau erkennen kann ich es nicht. Aber das vermute ich jetzt einfach mal und das werde ich auch einfach ausprobieren. So, das war in der Mikrowelle und ich versuche das mal hier rauszuholen. Die sind sehr weich geworden. Ich glaube, das sind wirklich nicht die Burger. Brötchen, sondern das sind, glaube ich, die Pommes. Aber das in der Mitte ist auf jeden Fall das Fleisch. Und das soll man jetzt als nächstes hier unten zerschneiden. Eigentlich hätte man jetzt ja so ein Burgerbrötchen, das könnte man in 2 schneiden. Und das Fleisch könnte man in 4 Streifen schneiden. Ich glaube, dann werde ich einfach aus diesem hier versuchen, mal ein rundes Burgerbrötchen zu schneiden. So, das sieht doch schon mal ein bisschen aus wie ein Burgerbrötchen. Ich schneide das einfach ein bisschen zurecht. Und in der Mitte schneide ich das einmal auseinander. Das sollen jetzt 2 kleine Burger werden. So. Und das Fleisch soll ich jetzt in 4 Streifen schneiden. Das wird auch ein bisschen schwierig. Obwohl, den ersten habe ich schon. Lässt sich eigentlich ganz gut schneiden. So, das sind also die Fleischstücke. Und dann schneide ich das einfach jetzt in Streifen, damit das die Pommes werden. Haben zwar nicht genau die Form dann jetzt wie Pommes, aber ich glaube, man erkennt es dann. Auf einem guten Burger fehlt aber natürlich jetzt noch der Käse und den mache ich mit der gelblich-hellorangenen Tüte. Ich hoffe, das ist jetzt die richtige. Ich habe 1 Portion Wasser dazu getan und es ist immer noch total trocken. Und jetzt habe ich einfach mal probiert und das schmeckt jetzt wie Pommes. Und dann habe ich davon ein bisschen probiert und das schmeckt wie Käse. Also ich glaube, ich habe heute hier alles verwechselt. Aber das kann ich ja noch als Käse mit auf den Burger draufpacken. Jetzt muss ich nur noch das hier wieder in der Mikrowelle zu Pommes machen. Also noch eine weitere Portion Wasser dazu und dann in der Mikrowelle hart werden lassen. Obwohl hier wirklich alles durcheinander geraten war, hoffe ich, dass es am Ende doch schön aussieht. Jetzt habe ich auch endlich die Pommes gefunden. Also das war jetzt die Tüte mit den Pommes. Das muss ich jetzt nur noch in Streifen schneiden. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen deutlicher aus wie Pommes. So, jetzt fehlt nur noch die Tomatensoße und das Getränk. Ich hoffe, da findet nicht wieder eine Verwechslung statt. Ich glaube, keiner möchte in seinem Getränken eine Tomatensoße haben. Aber die Tomatensoße, so wie das hier aussieht, ist die pinke Tüte. Und die werde ich jetzt mit 2 Portionen Wasser hier wieder drin mischen. Und hier wäre jetzt der nächste Fehler passiert. Ich habe hier reingerochen in die pinke Tüte und die riecht ganz deutlich nach Cola. Deswegen mache ich das dann doch mit der roten Tüte, obwohl das wirklich hier für mich aussieht, als ob pink an der Reihe wäre. Obwohl hier auch in rot was drin steht. Ist einfach nicht ganz eindeutig, aber ich weiß jetzt, die rote Tüte ist für die Tomatensoße. Ja, das sieht auch deutlich aus wie Tomatensoße. Das ist schon ein bisschen rot. Da bin ich aber froh, dass ich das noch gerade hinbekommen habe und nicht die pinke Tüte hier vermischt habe. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie Tomatensoße und ich glaube, jetzt kann ich auch langsam meinen Burger zusammensetzen. Also als erstes kommt ein Brötchen, dann ein Stück Fleisch, Käse,
Tomatensoße, Fleisch, Brötchen. Okay. Ich nehme also hier ein Brötchen, packe ein bisschen Fleisch drauf. Dann muss ich hier so ein bisschen provisorisch diesen zerschnittenen Käse nehmen. Schmeckt aber ja genauso. Da drauf Tomatensoße. Jetzt wieder Fleisch. Und hier oben drauf das Brötchen. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Also ich finde, man erkennt, was es sein soll. Der kommt auf jeden Fall jetzt schon mal hier einmal an die Seite. Und jetzt setze ich den nächsten Burger zusammen. Ich habe schon so eine kleine Tüte hier ausgeschnitten. Da kommen die Pommes rein und die habe ich mit Washi-Tape ein bisschen beklebt. So, die Pommes-Tüte. Und jetzt fehlt nur noch das Getränk. In den Becher habe ich schon mal Wasser reingeschüttet und man soll hier oben 1 Zentimeter lassen, also 1 Zentimeter Luft nach oben. Und da kommt jetzt die pinke Tüte rein. Wie, und das schäumt schon. Oh, hoffentlich schäumt es oben nicht über. Ich stelle es mal lieber auf den Tisch. Oder auf den Teller. Und mit der Hinterseite mische ich das mal einmal ein bisschen durch. Und das riecht richtig nach Cola. Also das riecht man ganz stark raus. Auf der Verpackung konnte man sich noch diese beiden Fähnchen ausschneiden. Und ich habe hier auch noch um das Getränk eine Banderole gemacht. Ich finde, das sieht eigentlich ganz schön aus, obwohl ich mich ziemlich häufig vertan habe diesmal. Aber es hat trotzdem mal wieder Spaß gemacht. Und ich werde das Ganze auch wieder mit Eva zusammen testen in einem unserer nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, obwohl ich alles durcheinander geworfen habe, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Vielleicht möchtet ihr was in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch schon so ein Set ausprobiert und wollt dazu was schreiben. Also gerne einfach alles unten reinschreiben. Und sonst schaut unsere anderen Videos, die anderen Pop-and-Cookin-Videos oder unsere anderen Bastel-Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!